zurück bei Dragon Age Origins. Wir stehen immer noch hier neben dem kaiserlichen Hochweg. Ja, ist ja gut, Jack. Vor dem Dorf Lothering, welches wir jetzt zusammen betreten werden. Dann gucken wir mal, was uns hier so alles erwartet. Aber hier sind die... Ich habe da eine Frage, Alistair, die ich euch zu beantworten bitte. Habe ich eine Wahl? Von den zwei verbliebenen Grauen Wächtern seid ihr der Dienstältere. Es ist seltsam, dass ihr dem anderen die Führung überlasst und selbst nur hinterdrein trottet. Das findet ihr also seltsam, ja? Ja, auch. Ihr beugt euch einem neuen Rekruten. Ist das bei den Grauen Wächtern so üblich? Oder handelt es sich um eine persönliche Entscheidung? Erzähl mal, Alistair. Was wollt ihr hören? Dass ich mich lieber unterordne? Genauso ist es. Ihr seid sehr abweisend. Könnt ihr euch nicht in ein Gebüsch verziehen und dort einfach sterben? Das wäre sehr freundlich. Besten Dank. Oh, ich glaube, die haben sich sehr, sehr lieb. Oh, ja, da war ja was. Wir brauchen, bevor wir irgendwas machen, brauchen wir einen Händler. Ich hätte gern einen Händler. Hier ist aber auch irgendwie keine Musik, ne? Ihr da! Wenn ihr einen sicheren Unterschlupf sucht, muss ich euch warnen. Ihr werdet keinen finden. Okay. Danke für die Information. Es ist nur eine Vermutung. Aber jedem in Lothering scheint bewusst zu sein, dass die Horde der dunklen Brut sich nähert. Das glaube ich auch. Oh. Verschwindet, ich kann verlangen, was ich will. Ihr schlagt Profit aus dem Unglück der Leute. Ich sollte die Templer rufen, damit sie alles verschenken, was ihr in euren Wagen habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ihr meinen Waren auch nur einen Schritt zu nahe kommt, werde ich... Schön, dass alle in so einer Krise zusammenhalten. Geradezu herzerwärmend. Oh, ihr da. Ihr wirkt kräftig. Hättet ihr Interesse daran, einen kleinen Profit zu machen, indem ihr einem Geschäftsmann in Bedrängnis helft? Warum sollte ich euch helfen wollen? Hatte ich nicht den Profit erwähnt? Ja, und? Er verlangt Wucherpreise für Dinge, die die Leute dringend benötigen. Er füllt sich die Taschen mit ihrem Blut. Nur der Stärkste überlebt. Wenn die anderen an seiner Stelle wären, würden sie genau dasselbe tun. Ich habe nur begrenzte Vorräte. Die Leute entscheiden, was sie ihnen wert sind. Die meisten eurer Waren habt ihr denselben Leuten erst letzte Woche abgekauft. Jetzt müssen sie fliehen, um ihre Leben zu retten. Und ihr denkt nur an euren Profit? Hört zu, Fremder. Ich gebe euch 100 Silberlinge, wenn ihr mir diesen Pöbel vom Hals schafft. Fangt am besten mit dieser Priesterin an. Ich bin einfach nur ein ehrlicher Händler. Ich finde das ein ziemlich ekliges Vorgehen von dem Kerl. Also alle sind im Krieg, keiner hat mehr was und er hat jetzt noch was und ja, auf Wucherpreise natürlich, ne? Ich glaube, dass das dann doch schon ziemlich skrupellos ist, oder nicht? Würde es diesen Leuten etwas mehr helfen, wenn es überhaupt nichts zu kaufen gäbe? Sie opfern ihr letztes Geld, weil sie verzweifelt sind. Und dieser Mann beraubt sie genau wie die Banditen vor dem Dorf. Die weg sind. Im Übrigen. Na, ich diskutiere nicht mehr mit euch. Verjagt diese Frau und verdient euch eure 100 Silberlinge. Sonst nehme ich meinen Wagen und verschwinde hier. Können wir nicht einen Kompromiss finden? Ich hoffe. Um mir noch mehr Gemurre anzuhören, dann nehme ich meine Waren lieber wieder mit zurück nach Denerim. Also was, wir versuchen einfach die Einschüchterungstaktik. Das würdet ihr nicht wagen. Ich verschwinde hier. Nö, ihr könnt gerne gehen, aber die Wagen, der Wagen bleibt hier. Ich mache das jetzt einfach mal auf die etwas härtere Tour. Und wer will mich dazu zwingen, sie hier zu lassen? Ihr? Ich hoffe, die dunkle Brut erstickt an euch wertlosem Gesindel. Ich nehme an, es war unvermeidbar. Der Erbauer stehe uns bei. Schade. Schade. Ich habe gedacht, da könnte man vielleicht noch was drehen und wenden. Hier, guck mal, hier glitzert so viel. Oh, eine Anschlagtafel. Die Kirche betreibt noch immer die Anschlagtafel. Das nenne ich Hingabe. Was haben wir denn hier? Überall nur Banditen. Was im Namen von Sir Brian Templar und Verteidiger des Glaubens. Ja, die Banditen. Wir nehmen den jetzt einfach mal an. Aber ich hätte gern... Die Legionen des Bösen stehen vor unserer Schwelle. Sie werden sich an unseren Herzen laben. Es gibt kein Entkommen.
Das Böse wird die Erde bedecken wie ein Schwarm Heuschrecken. Mhm. Bitte, ihr erschreckt die Kinder. Es ist besser, sie jetzt selbst dem Tod zu übergeben, als sie in den Händen der dunklen Brut leiden zu lassen. Dort! Eine dieser Kreaturen ist bereits unter uns. An diesem Mann klebt der Gestank des Bösen. Seht ihr denn die abscheuliche Dunkelheit nicht, die in ihm steckt? Ich bin hier safe. Wär's immer, wenn ihr ein wenig ruhiger sprecht. Ich habe gesehen, wie die schwarze Horde auf mein Volk niedergegangen ist. Ich werde nicht schweigen. Bitte aufhören! Jemand soll ihn zum Schweigen bringen! Aber er hat doch recht. Der Bern hat uns verlassen. Wir werden sterben. Diese Kreatur ist nur die erste derer, die uns vernichten werden. Welche? Aber was ist denn überhaupt passiert? Meine Familie, mein Clan. Diese Kreaturen haben sie alle niedergemacht. Einige von uns sind hierher geflohen, aber wir können der dunklen Brut nicht entkommen. Schrei doch nicht so. Die dunkle Brut kann besiegt werden. Nein. Doch. Ich habe sie gesehen. Ich auch. Man kann ihnen nicht entfliehen. Man kann sie nicht bekämpfen. Ja, was hier rumstehen und schreien bringt auch nichts. Wir können nichts tun. Es gibt keine Hoffnung mehr. Natürlich. Ja, du unterschätzt uns einfach auch. Ja, die Magie zum Beispiel. Wollt ihr mich einen Feigling nennen? So ungefähr. Eben, ich nenne euch einen Idioten. Hört doch erstmal selbst zu. Ich habe meinen Ahnen Schande gemacht. Aber die Dunkelheit wird kommen. Er hatte recht, nicht wahr? Für uns besteht keine Hoffnung mehr. Doch. Es gibt immer Hoffnung. Unseren Mut? Aber es gibt nichts, was wir tun könnten. Dann legt euch da einfach... Geben alle Menschen so schnell auf. Was sollen wir dann tun? Wir müssen uns nach Norden durchschlagen. Irgendwie. Ich habe mein Bestes versucht. Das Böse wird uns verschlingen. Ja, ich würde gern... Guck mal, ich habe hier so viel zu looten. Ich brauche einen Händler. So, wir machen uns jetzt erstmal auf die Suche nach einem Händler. Denn ich möchte mir was... Mir ist kalt. Mir gefällt es hier nicht. Was ist denn los? Hast du meine Mutter gesehen? Wurdest du von deiner Mutter getrennt? Böse Männer mit Schwertern sind zu uns gekommen. Und meine Mutter hat gesagt, ich soll so schnell ich kann ins Dorf rennen. Und das habe ich gemacht. Sie sagte, sie ist direkt hinter mir. Aber ich habe gewartet und gewartet. Ich kann sie einfach nicht sehen. Wo ist dein Vater? Er ist gestern mit William zu unseren Nachbarn gegangen, aber er kam nicht zurück. Ich helfe dir. Mutter hat gesagt, ich darf mit niemandem mitgehen. Ich soll hier im Dorf auf sie warten. Das ist auch richtig. Wir suchen sie. Geh zur Kirche, genau, das ist immer am besten. Auch wenn ich die Kirche nicht so mag, aber geh dahin. Das werde ich. Ja. Aber nur, wenn ich meine Mutter nicht finden kann. Also, bist du wirklich ein Elf? Ja, warum? Mein Vater sagt, dass Elfen nicht sehr nett sind. Hm. Aber du bist netter als alle anderen hier. Danke, dass du mir hilfst. Ja, so ein, also ich muss sagen, so im... Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Geht das schon wieder los? Da gibt es nichts zu reden. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf Steinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Ich glaube, die haben sich doch sehr lieb. Flüchtling. Ich brauche einen hilfsbereiter Flüchtling. Ich glaube nicht, dass ihr da wirklich rein wollt. Die Taverne ist voll und diese Soldaten sind eine echte Plage. Warum ist sie denn voll? Aus dem gleichen Grund, aus dem auch die Kirche voll ist. Sie ist voller Leute, die von zu Hause geflohen sind. Der Wirt erlaubt den Leuten, auf dem Boden zu schlafen, aber er kann nur eine begrenzte Anzahl aufnehmen.
Und diese Soldaten werden unruhig. Erzählt mir doch von den Soldaten. Sie sind nicht hier, um uns zu verteidigen. Sie haben nach jemandem gesucht, bevor sie angefangen haben, sich zu betrinken. Ich habe gehört, sie hätten einen Mann fast umgebracht, weil ihnen sein Gesicht nicht gefallen hat. Ich frage mich, ob sie Deserteure der königlichen Armee sind. Das scheint euch unglücklich zu stimmen, oder? Gibt es denn einen Grund, glücklich zu sein? Jetzt, wo der König tot ist, wird die dunkle Brut Lothering überrennen, bevor irgendjemand die Verteidigung organisieren kann. Man könnte ja meinen, die Soldaten würden zumindest die Banditen vertreiben. Aber nein, jemand anderes hat dafür gesorgt, dass sie bekommen, was sie verdient haben. Das wart ihr, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ist das wahr? Ey, alle mal herhören! Das hier ist derjenige, der uns von diesen diebischen Bastarden befreit hat. Vermutlich werden weitere kommen, aber es tut gut zu wissen, dass es hier zumindest noch ein bisschen Gerechtigkeit gibt. Vielen Dank. Nicht zu danken. Das habe ich gerne gemacht. Hast du dich gestern mit diesem Ritter unterhalten? Er sagte, er sei aus Redcliffe. Das ist auch noch mehr. Er hat mit jedem in der Taverne gesprochen. Aber woher sollen wir denn wissen, wo die Urne der heiligen Asche ist? Da kann er uns ja gleich fragen, wie man zum Mond kommt. Er hat gesagt, dass alle Ritter Redcliffs nach ihr suchen. Als hätten sie nichts Besseres zu tun. Ich fass es nicht. So, aber Wirte heißt... Wirte, sag ich schon. Taverne heißt, da ist ein Wirt drin, bei dem wir vielleicht etwas verkaufen können. Ich will mein Zeug loswerden, Leute. Gifte können auf Waffe aufgetragen werden, um verschiedene Wirkungen zu erzielen. So, wen haben wir denn hier, Männer? Ich würde sagen, wir sind gesegnet. Loghains Männer. Das verheißt nichts Gutes. Toll. Haben wir nicht den ganzen Morgen damit verbracht, nach einem Elf zu fragen, der genauso aussieht? Und haben nicht alle gesagt, sie hätten niemanden gesehen, auf den die Beschreibung passt? Doch, gerade ist gekommen. Es scheint, als hätte man uns belogen. Meine Herren, es besteht doch sicherlich kein Grund für Streitigkeiten. Das hier sind ohne Zweifel nur ein paar weitere arme Seelen auf der Suche nach Schutz. Sie sind mehr als das. Jetzt geht uns aus dem Weg, Schwester. Wenn ihr diese Verräter beschützt, droht euch dieselbe Strafe wie ihnen. Wie kommt ihr überhaupt darauf, dass ihr Verräter sind? Nur weil ich ein Elf bin? Das ist Rassismus! Taryn Logan behauptet, die Grauen Wächter hätten unseren König verraten. Da war Wusstet was. Ihr das nicht? Da war was. Genug geredet! Nehmt den Wächtern Gewahrsam! Tötet die Schwester und jeden, der euch in die Quere kommt! Bitte was? Ja, bringen wir es hinter uns. Was ist das denn? Ja komm, dann nehme ich erst den Kommandanten auseinander. Wird erledigt. Schon gut, ich finde, wir arbeiten gut zusammen. Wir ergeben uns. Jo. Gut, Sie haben Ihre Lektion gelernt und wir alle können aufhören zu kämpfen. Ich glaube, das bringt zwar nicht viel, aber nicht wir haben den König verraten, sondern Loghain. Ich war da. Der Taryn hat uns aus einer Falle gerettet. Nö. Der Taryn hat den König sterben lassen. Die Wächter haben den König in seinen Tod geführt. Der Taryn konnte nichts tun. Überbringt... Genau, wir sind jetzt einfach mal ein bisschen kackend dreist. Was sollen wir ihm sagen? Wir wissen, was wirklich passiert ist. Ich werde es ihm sagen. Auf der Stelle. Jetzt. Ich danke euch. Geht. Verzeiht meine Einmischung, aber ich konnte einfach nicht tatenlos daneben sitzen. Wer seid ihr dann überhaupt? Gestatte, dass ich mich vorstelle? Mhm. Ich bin Liliana, eine der Laienschwestern der Kirche hier in Lothering. Das heißt, ich war es. Wie, was? Ja, erstmal vorstellen, ne? Denn ich bin der Korax, erfreut euch kennenzulernen. Es hieß, ihr seid ein grauer Wächter. Mich überrascht, dass ihr ein Elf seid. Aber Elfen wollen die Verderbnis vermutlich ebenso vernichten wie die Menschen. Natürlich. Richtig? Nach dem, was geschehen ist, braucht ihr sicher jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Deshalb komme ich mit euch. Warum wollt ihr euch unbedingt anschließen? Der Erbauer hat es mir gesagt. Aha. Könnt ihr das ein bisschen näher ausführen? Ich weiß, dass das völlig verrückt klingt, aber es ist wahr. Ich hatte einen Traum, eine Vision. Noch mehr Verrückte? Hatten wir davon nicht schon genügend? Ich finde Verrückte gut. Seht euch die Leute hier an. Sie sind verloren und verzweifelt. Die Finsternis, das Chaos, es wird sich ausbreiten. Und das will der Erbauer nicht. Was ihr tut, wozu ihr berufen seid, ist das Werk des Erbauers. Lasst mich dabei helfen. Na gut,
Hilfe können wir eigentlich immer gebrauchen. Und wie Alistair sagt, Verrückte nehme ich immer. Vielleicht ist euer Schädel doch schwerer beschädigt worden, als Mutter dachte. Danke. Ich weiß diese Chance wirklich zu schätzen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Vielen Dank für die Blumen. So, guck mal, dann laufen wir mal mit ihr. Weil der ist zwar ganz knuffig putzig. Oh, verdammt. Ich finde das cool. Ja. Verflucht und verdammt. Unbedingt. Ja. Blut und Verdammnis. Ja, ist ja gut. In der Tat. Ich mag die Gespräche zwischen den Charakteren. Hallo Balen. Ich habe gehört, was ihr mit dem anderen Händler gemacht habt. Danke. Er hat bekommen, was er verdient. Aber ich habe noch immer keine Lebensmittel zu verkaufen. Ach, der Tavernenwirt. Aber wir gucken. Denn ich möchte hier trashlos werden. Guck mal hier. Oh Gott, jetzt muss ich mich hier auch noch... Ach, warte mal. Bevor wir das machen, werden wir doch ein wenig mal gucken. Guck mal, Lederhelm, Trichterhof. Habe ich noch stärkere Stiefel? Wenn nicht, dann kann ich die auch... Genau, wir müssen uns hier mal so ein bisschen ausrüsten. Gucken, was wir hier so haben. 5-1, 5-4-2-5. Templerschild, da ist seins besser. Aber von dem Zeug werden wir dann einfach mal ein bisschen was verkaufen. Plus 6 Verteidigung. Finde ich ganz cool. Jetzt habe ich... So. Ja, und dann da noch. Willenskraft. Konstitution ist ganz nice. Denn, guck mal, da ich ja gerne mit Feuer um mich schieße. Ach hier, jetzt kann ich hier auch. Ach nee, sie hat. Und Leilana hat auch. Hab ich bessere? Sie hat 1-2-5er Stiefel. Und Morrigan hat Morrigans Robe. Ach, sie hat gar keine Stiefel an. Kriegst du die? Achso, das sieht man also auch gar nicht. Nur dann. Wenn sie Schurke ist, geht sie bitte auch noch auf Pfeil und Bogen. Und hier auf einen verzauberten Dolch. 4,4 macht der. Okay, willst du doch bitte mit 2 Dolchen? Das ist doch ganz nice. So, den ganzen anderen Bullshit verkaufen wir jetzt erstmal. Hallo, Balen. Wenn ihr wegen Lebensmitteln hier seid, wendet euch an den verdammten Wicht bei der Kirche. Ich verkaufe andere Waren. Das zeigt doch her. Jetzt, wir verkaufen. Wir auch verkaufen. Ja, ach, davon haben wir 2 auch noch. Die bleiben da. Und Waffen. Die können weg. Flachklinge der Chessin. Ach, ich habe noch gar nicht bei... Oh, pardon, ich muss nochmal wieder hier rein. Guckt euch das doch mal an hier. Ach, das ist... Okay. Dann gehen wir doch auf Schwert und Schild. Aber die Flachklinge der Chessend. Wenn ihr wegen Lebens. Ja, ich andere Waren. Ja, ich weiß. Aber die Flachklinge behalten wir erstmal. Das kann aber weg. Der auch und der auch. Der Stab des Akolyten dreimal weg damit. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Habe ich hier auch irgendwie so Bullshit? So irgendwie so Müll? Nö. Aber schon mal 5 Gold. Ich glaube, war so wirklich ein Blitzstab. Naja.
war. Wenn ihr wegen Leben... Ich verkaufe andere Waren. Wo kann ich denn hier bezahlte Arbeit finden? Werft einen Blick auf die Anschlagtafel des Kantors bei der Kirche. Dort findet ihr gute Aufträge. Warum hast du einen Ausruf für Zeugen? Ich nehme nicht an, dass ihr euch mit Giften auskennt. Ich habe mich da schon an Dingen versucht. Ich wusste, ich würde jemanden finden, wenn ich nur lange genug herumfrage. Ich würde für ein einfaches Gift gut bezahlen. Es muss irgendetwas sein, was diese Dinger langsamer macht oder ihnen etwas zum Nachdenken gibt. Mhm. Na, wir gucken mal. Vielen Dank. Möglicherweise habe ich einige Zutaten auf Lager. Ich weiß ja nicht genau, was ihr braucht. Na, wir gucken später. Ein giftiges Angebot. Quest aktualisiert. Jetzt gucken wir erstmal die Quests durch. Ein getöteter Templer. Du hast den Leichnam eines Templers gefunden, der von Banditen erschlagen worden. Außer einem Medaillon und einer Notiz konntest du nichts mehr bei ihm finden. Möglicherweise bedeutet das Medaillon hier jemandem im Lutherring etwas. Mhm. Fragen wir mal rum. Genau, rotte die Banditen aus. Auf der Anschlagtafel des Kantors gibt es einen Aushang, der einigen Banditenbanden betrifft, die nördlich von Lothering in ihr Unwesen treiben. Es gibt insgesamt drei Banden, die alle ausgelöscht werden müssen. Das kriegen wir auch hin. Und ein giftiges Angebot. Stelle für Barlin ein Gift her. Der Bauer Barlin will auf seinem Land Giftfallen aufstellen, um es vor Bestien und anderen Eindringlingen zu schützen und hat dich deshalb gebeten, ein passendes Gift für ihn herzustellen. 3 Fläschchen mit Gift müssten reichen. Gut, das kriegen wir doch bestimmt hin. Irgendwie, hoffe ich. Taryn Loghain ist also der neue Regent. Ja, leider Gottes. Guck mal, jetzt können wir... Er könnte etwas mit dem Tod des Königs zu tun haben. Ja. Aber ich dachte, die dunkle Brut hätte den König getötet. Nee, doch, das ergibt überhaupt Sinn. Keinen Sinn. Doch. Ist vermutlich nur politischer Unsinn. Wir sollten uns glücklich schätzen, wenn sie beim Kampf um den Thron nicht... Das heißt, das, was wir gerade gemacht haben mit den Soldaten vorhin in der Taverne... Würdet ihr mir etwas verraten, Morrigan? Habt ihr euer ganzes Leben in diesem Wald verbracht? Hin und wieder ging ich... Ja, wir hören uns das weiter. Dort kam aber immer wieder zurück. Warum? Aha. Ist das so ungewöhnlich? Es war mein Zuhause. Und ihr habt da allein mit eurer Mutter gelebt? Sonst war niemand da? Mutter hatte von Zeit zu Zeit Besuch. Was? Besuch? Will ich das überhaupt genauer wissen? Nein, ganz sicher nicht. Mach mal hier Ding, den können wir mal ausmachen. Ich möchte auch nicht wissen, was das für Besuch ist. Guck mal, da haben wir noch ein Ausrufezeichen. Älteste Miriam. Hallo. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Was ist denn hier los? Aber so wie ihr euch anhört, eigentlich hatte ich gedacht, ich könnte euch helfen. Ich habe im Moment keine Verwendung für Schwerter. Wir brauchen Betten, Lebensmittel und ein Ende all dieser traurigen Geschehnisse. Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Doch. Ich kenne mich ein bisschen mit Kräutern aus. Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. Mhm. Mehr als gewöhnliche Pflanzen. Habe ich das jetzt hier? Ah, hier. Mehr als gewöhnliche Pflanzen. Fertige die Umschläge an. Die älteste Miriam hat dich gebeten, dein Kräuterwissen zu nutzen, um einige schwache Wundumschläge für die verwundeten Flüchtlinge in Lothring anzufertigen. 3 Umschläge müssten ausreichen. Genaue Hinweise findest du in ihrem Aushang. Da wir die haben, können wir das doch gleich abgeben. Hattet ihr in den Wäldern Erfolg bei eurer Suche nach Kräutern? Das war nicht nötig, ich hatte sie ja schon. Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat. Kein Problem. Und jetzt gibt ihr uns... Ich hätte das jetzt da gelassen. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Oh. Oh. Oh, Leute. Oh, nice. Gucke mal, wir können jetzt Schlösser öffnen. Und noch ein Ausrufezeichen. Hallo, junge Frau. Allison.
Seid gegrüßt, Fremder. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Wozu benötigt ihr die? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Ich kann aber leider keine... Warum kauft ihr? Die hatte kein Geld. Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Das mir geht Fallen, wissen wir, aber ich kann keine herstellen. Entschuldigt. Ich wollte euch nicht belästigen. Leider kann ich keine herstellen. Tut mir leid, gute Frau. Gucken wir uns einfach hier nochmal ein bisschen um. Hier haben wir auch schon wieder Soldaten. Wie könnt ihr es wagen, mich des Diebstahls zu bezichtigen? Ich habe gesehen, wie ihr Vorräte von meinem Karren genommen habt. Ihr Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Das reicht. Die Leute hier sind ohnehin schon verzweifelt und verängstigt. Sie brauchen nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. Aber was ist mit meinen Vorräten? Ich sagte, es reicht. Die sind hier. Das Grauen, vor dem wir aus der Wildnis geflohen sind, war entsetzlich. Die sind hier ganz schön... Schock, Ibasit Hisra. Itwasit Aban Akun. Aha. Maras Shokra Anan Esam Kun. Gesundheit? Hallo? Ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich habe euch nichts Amüsantes zu erzählen, Elf. Lasst mich in Frieden. Seid ein Gefangener? Wer hat euch denn eingesperrt? Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen. Selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Ich bin Korax, erfreut. Ihr verspottet mich. Oder ihr zeigt Manieren, die ich in euren Ländern nicht erwartet hätte. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich auch erwartet, ja. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Ich könnte aber Hilfe gebrauchen. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Zweifellos. Welche Art Hilfe sucht ihr? Ich habe geschworen, das Land zu verteidigen. Die Verderbnis? Dann seid ihr ein grauer Wächter. Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen. Ja. Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Würde euch die ehrwürdige Mutter freilassen? Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Vorerst lasse ich euch in Ruhe. Dann lebt wohl. Wir sehen uns damit wieder. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal, nicht einmal ein Mörder. Sten. Ja, um den werten Herrn Sten, den Kunari, werden wir mit der ehrwürdigen Mutter sprechen und das Land von den Banditen befreien. Das alles machen wir aber in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich jetzt hier von euch und dann schauen wir doch mal, was wir für den armen Kunari davor uns tun können. Wir sehen uns.